Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 21 Video hier auf meinem YouTube-Channel. Ja, my friends, ihr seht, ich habe wieder Bock auf ein neues Video. Tägliche Uploads gefühlt gehen immer so weiter. Wie lang wird das weitergehen? Wird das die ganze FIFA 21 Saison so weitergehen? Hey, das kann durchaus sein, my friends. Wartet nur ab, bis der Engine YouTube Glory offiziell beginnt. Ich habe heute ein Video für euch vorbereitet, in dem ich euch mein absolutes Wunschteam vorstellen möchte. Mein Wunschteam bis Ende Oktober für die NGU to Glory. Da, wo wir hinkommen wollen, so möchte ich, dass mein Team ungefähr aussieht. Und mit diesem Team können wir dann eigentlich gefühlt alles erreichen in der Weekend League, Leute. Und das möchte ich euch jetzt hier einfach mal vorstellen. Es ist ein Hybrid-Team. Es ist ein nicht mal allzu teures Team. 500k in etwa. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also ich stelle es euch jetzt hier mal vor, ich bin auf eure Meinung gespannt und ich denke, bis Ende Oktober ist das realistisch. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und selbstverständlich an alle, die vielleicht jetzt das allererste Mal einschalten und sich denken, NGU to Glory, was ist das denn genau? My Friends, ich markiere euch hier oben ein Video, ich verlinke euch das. Schaut euch das im Nachhinein an, es ist das EA Real Talk Video von mir. Schaut es euch an und wenn ihr genauso fühlt, bei dem, was ich da sage, okay? Wenn ihr auch mitmachen wollt und ein Zeichen setzen wollt, dann kommentiert gerne unter dieses Video. Bin dabei. Hashtag NGU to Glory. Es sind schon so viele Leute mit am Start, die gemeinsam nach vorne gehen mit uns. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der noch mitmacht. Und checkt unbedingt die Videobeschreibung ab, wie ihr live mit am Start sein könnt, helfen könnt, wie ich euch helfen kann, wie wir das einfach gemeinsam durchziehen, Leute. Da steht alles genau drin. Ich freue mich auf euch. Also, wir stürzen uns direkt rein, my friends. Ich möchte nur noch ganz kurz sagen, ich weiß, es sind noch nicht alle Spieler da. Es sind noch nicht alle Ratings da. Deswegen kann dieses Team sich danach trotzdem noch ein bisschen verändern. Ich möchte einfach nur euch ein Gefühl dafür geben, was ich mir so vorstelle, in welche Richtung es gehen könnte. Und so wäre es eine geile Richtung, okay? So, das können wir alles danach im Nachhinein noch bearbeiten und schauen, okay, so wird es dann doch aussehen und so wird es aussehen. Okay, wir starten mal rein. Gönnt euch das hier einfach mal. So. Schulz, den kennen wir, Leute, haben wir im letzten Video auch gesehen, der ist fast immer hier mit am Start. Schulz dabei, dann haben wir hier in dem Fall Akanji wieder, ne? Akanji auch super krass. Ich denke, der wird wirklich ein Spieler, der in der Innenverteidigung sehr häufig gespielt wird, weil er einfach, ja, preis-leistungstechnisch gut ist für einen 78er mega. Und hier kommt ein Spieler, der vor kurzem veröffentlicht wurde von den Ratings her. Zakaria, my friends. Das ist eine Maschine, der ist noch krasser als Can. Auf den bin ich sehr gespannt. Alter, was ist das für eine Karte, ne? Unfassbar. Also ihr seht, eine Seite ist Bundesliga. Es ist ein Hybrid-Team, logischerweise. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite rüber. Wen haben wir denn hier? Das ist Premier League, my friends. Und wir haben hier einmal Gomez am Start. Dann haben wir einmal hier Cancelo. Und hier vorne haben wir niemand geringeren als die Maschinenhaftigkeit himself, Sissoko. Hier gibt es allerdings zwei Möglichkeiten, je nach Budget, Leute. Und zwar Cancelo ist hier erstmal, aber hier kann auch Wan-Bissaka spielen. Ich denke, der wird nochmal teurer als Cancelo. Aber wenn das Budget passt, dann können wir uns auch den holen, weil der ist im Endeffekt dann auch krasser. Der hat eine neue Karte mit 83, ist schon heftig. Also lassen wir es mal so drin stehen, es spielt keine Rolle im Endeffekt. Je nach Preisklasse, falls wir Coins übrig haben, dann holen wir den, okay? So. Jetzt machen wir weiter und es gibt eine einzige richtige Schwäche und die hebe ich bis zum Schluss auf, okay? So, wir machen mal hier weiter, den Torhüter zeige ich euch am Ende. Und das ist vielleicht die einzige kleine Schwäche in diesem Team und vielleicht habt ihr ja eine Lösung. Lösungsvorschläge, ja, aber da kommen wir am Ende hin. So, machen wir mal weiter und gehen wir auf den linken Flügel, my friends. So, wen können wir hier links spielen? Ich habe mich in dem Fall hier für Coman, Coman entschieden. Es gibt hier auch genauso extrem viele Möglichkeiten. Es gibt Coman, es gibt Diaby, es gibt Bailey, der ist auch krass und schnell, aber Coman ist insgesamt auch vom Passspiel und so deutlich kompletter als die anderen und dementsprechend auch eine wirklich gute Wahl. Also 84er Rating Coman am linken Flügel. Hier, wie gesagt, falls ihr einen von den gerade erwähnten lieber spielen würdet, dann kommentiert es gerne. So, jetzt wird's spannend, my friends. Jetzt wird's absolutely spannend. Hold yourselves fest. Wir gehen jetzt mal auf den rechten Flügel und dann werdet ihr sehen, in welche Richtung das geht. Wir nehmen Martins, der 80er, der auch krasses Dribbling hat, super Pace, ist nicht der Abschlussstärkste und Passspiel ist okay. So, jetzt haben wir zwei super krasse Flügelflitzer. Wir haben zwei heftige Maschinen in der Defensive, also Mittelfeld quasi, und eine krasse Defensive an sich. Jetzt fehlen noch drei Karten. Was sind denn jetzt die beiden Offensivspieler? Der ZOM und der Stürmer. Vielleicht wisst ihr es. Vielleicht wisst ihr, in welche Richtung das geht. Ich löse es jetzt auf. Und zwar einmal haben wir hier, my friends, Martial.
der auch eine krasse Karte bekommen hat mit der 84er. Der sieht wirklich, wirklich heftig aus, Leute. Und der passt hier einfach perfekt rein. Und wer kommt jetzt hier vorne? Wer könnte hier vorne noch mit am Start sein, der in dieses Budget reinpassen würde? Es ist 84er Maschine Ben Yedda, my friends. Die OP-Heit in FIFA 20 wird in FIFA 21 auch krass sein. Und dieses Team, schaut es euch hier an. Bis Ende Oktober ist absolut machbar, meiner Meinung nach. Und mit diesem Team können wir echt alles in FUT Champions erreichen. Jetzt stellt sich noch die Frage, Mirza, come on, der Torhüter. What is the problem? What is the problem? Can we help you? Ja, vielleicht, Leute. The problem ist, dadurch, dass ich hier Gomez habe, ne, kann ich hier keinen vernünftigen Torhüter finden. Ich kann keinen Bürki nehmen, ich kann niemanden nehmen, ich kann keinen Sommer nehmen, weil Gomez hat hier nicht volle Chemie. Der einzige, der hier reinpasst, wenn ich das Lämpchen drücke, ist Henderson, my friends. Und der hat eine 80er Gesamtbewertung. That's the problem, ne? Der 80 ist halt kacke, ne? Somit haben alle volle Chemie. Es gibt eine Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel sage, okay, wir nehmen zum Beispiel Jan Sommer, 86er stabil, und dann spiele ich halt Gomez auf 8 Chemie mit Loyalitätsbonus, mit Trainer, Coach und so weiter, hat der 8 Chemie. Es ist okay, wirklich, es ist okay. Dann hat der Torhüter, ein starker Torhüter und 8 Chemie Gomez. Kann man verkraften. Aber ansonsten wird es halt super schwierig, weil das Team an sich halt sehr komplett ist. Vielleicht habt ihr da draußen eine Lösung für mich. Aber an sich sieht es halt so aus, dass hier in dem Fall halt Henderson kommt und der hat eine 80er. Und sobald ich die Coins habe, kommt hier natürlich Allison Page, my friends. Aber er hat halt eine 90er und ist absolut teuer. Was willst du denn da machen? Wenn ich die Coins habe, packe ich ihn rein. Aber I'm very arm. I am arm at the beginning because I do NGU to glory and I love it and I want to do it. Ne? Und dann ist es halt einfach mal so, dass hier erstmal Henderson ist, Leute. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ohne Shirts in the Hurts. Nicht dieser Henderson, Leute. Mirza, was machst du, du Hurtser? Oh Gott, der Henderson natürlich. Und wenn ihr beim nächsten Mal selbst auch mitmachen wollt bei den Squad-Bildern, bei den Starter-Teams, die wir in den Livestreams machen, Leute, schaltet einfach ein. Bitte checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Ihr findet da die genaue Anleitung, wie ihr auf Twitch mit dabei sein könnt. Erstellt euch einen Account, dauert eine Minute, genau wie auf YouTube. Ihr findet dort die Streaming-Zeiten, ihr könnt kommentieren, ich antworte euch. Vor allem, wenn dann NGU to Glory losgeht, my friends. Hey, das wird der absolute Oberhammer. Wirklich, also ich freue mich auf euch. Schaltet ein. Und eine weitere Sache, my friends, falls ihr Social Media habt, das geht an jeden Einzelnen von euch, der zum Beispiel Instagram hat. My friends, geht auf Instagram, gebt Mirza Jahic ein, lasst gerne ein Follow da, auf Support ist kein Mordbasis. Es ist eine große Unterstützung, ich will dort auch wachsen und ich möchte dort meinen Social Media Kanal nutzen, um die NGU to Glory zu teilen, eure Stories zu teilen. Einfach grundsätzlich halte ich euch dort auch auf dem Laufenden für Streams. Das heißt, sollte sich mal was verschieben, sollte vielleicht mal früher streamen, was definitiv auch passieren wird, dann gebe ich dort auch das Ganze bekannt. Also schaut vorbei, ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch. Ja, mein Friends, ihr seht, ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Ich könnte hier die ganze Zeit einfach quatschen und diese positive Energie ausstrahlen. Ich habe mehr als genug davon, Leute. Also, apropos positiv, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn es positiv war, dann bitte ich um ein dickes, fettes Daumen nach oben. Schaffen wir auch auf dieses Video 1500 Likes Minimum. Es wäre der absolute Oberhammer, Leute. Support ist kein Mordbasis, if you know what I mean. Checkt unbedingt, nein, nicht checkt unbedingt, Mirza. Das ist nicht der Ablauf, my friend. Der Ablauf ist different. Folgt mir hier. Was rede ich hier für eine Scheiße? So, abonniert diesen Kanal. So soll's laufen. Für mehr FIFA 21 Videos, Tipps, Tricks, Tutorials und Glocke aktivieren natürlich. Ne? Damit ihr nichts verpasst und benachrichtigt wird. So, Rest habe ich erwähnt. Videobeschreibung, Instagram, alles, was ich so auch immer erwähne. Als große Unterstützung, wenn ihr Bock habt, euren Mirza zu unterstützen. That's the way. Ich freue mich auf euch, Leute. Ich habe einfach nur Bock. Ja, my friends, das war's für heute. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.